Urdhva Shirshasana, der obere Kopfstand, ist die Bezeichnung für mehrere Bedeutungen. Die eine Bedeutung von Urdhva Shirshasana ist der normale Kopfstand. Da ist es Urdhva, das heißt oben, dass die Beine wirklich oben sind. Es gibt ja auch Padma Shirshasana, wo du im Lotus sitzt bis zum Kopfstand, und es gibt noch andere Variationen. Urdhva Shirshasana kann aber auch heißen Urdhva Shirshasana, das heißt, der Kopf ist oben, das heißt, aus dem Kopfstand hebst du einfach den Kopf etwas hoch, dass kein Gewicht mehr auf dem Kopf ist, alles Gewicht auf die Ellbogen und in die gefalteten Händen. Eine dritte Bedeutung von Urdhva Shirshasana ist ein gleichbedeutend mit Urdhva Padmasana, das heißt, du hast den Kopf auf den Boden, und wenn der Kopf auf dem Boden ist, bringst du die Beine in den Lotus. Und im Lotus gibst du die Knie etwas nach unten, du streckst die Arme so aus, dass die Knie auf den Händen ruhen. Auch das wird von manchen Yogalehrern als Urdhva Shirshasana bezeichnet. Wir würden diese Stellung bei Yoga Vidya als Urdhva Padmasana bezeichnen.